Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Leute, heute habe ich etwas, was ich euch zeigen will, wo ich mir relativ sicher bin, ihr kennt das nicht oder habt vielleicht noch nicht davon gehört. Deswegen musste ich dieses Video unbedingt machen. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Vor allem für die Leute da draußen, die sagen, ich finde Baccarat Rouge total toll. Ich weiß, kennt ihr das? Ich habe so langsam das Gefühl, man kann irgendwie Baccarat Rouge nicht mehr hören. Ich meine, ich liebe das Parfüm, aber jeder redet über ihn, jeder raved über ihn oder man hasst ihn oder es gibt irgendwelche Klons, irgendwelche Dupes. Und ja, auch ich habe heute für euch einen Dupe, der aber meiner Ansicht nach der beste Dupe ist, der beste Klon von beiden Baccarat Rouges in einem, den ihr da draußen kriegen könnt. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also für all die, die es interessiert, ich weiß, die, die das Original haben, brauchen keinen Klon. Wobei ich sagen muss, das Parfüm ist trotzdem ganz, ganz toll und ich will es euch einfach zeigen. Also wenn es euch interessiert, bleibt bitte dran. Solltet ihr noch nicht Teil unserer Parfümfamilie hier sein, abonniert gerne meinen Kanal. Ich heiße euch sehr gerne hier willkommen, um noch mehr derartige Videos zu sehen, wenn es euch interessiert. Und ansonsten starten wir mit dem Duft, den ich euch zeigen will. Leute, ich muss euch die Umverpackung zeigen, weil die ist einfach einmalig schön. Ich meine, bestimmt werden die Meinungen auseinandergehen. Irgendjemand wird sagen, oh Gott, wie kitschig. Ich finde es toll. Ich zeige es euch. Also, der praktisch Umkarton von dem Parfüm sieht so aus. Wie eine Krone. Übrigens heißt der Duft Manège Rouge und kommt aus dem Hause Al Haramain. Nur damit ihr erstmal schon mal wisst, ich schreibe euch den Namen unten in die Box. Und wenn ihr das hier oben aufmacht, sitzt hier drin dann das Parfüm. Sehr schön, finde ich. Also wie so eine Krone, ganz toll. Und die Parfümflasche, Leute, sieht so aus. So wie ein Karussell oder ein Kronleuchter, wie auch immer man das sehen will. Glasflasche, also wirklich schwer. Der Deckel ist aus Plastik, aber trotzdem, ich finde es sehr schön. Manch einen wird es vielleicht nerven, dieses Geklimper, ich weiß es nicht, aber es geht ja auch nicht um die Flasche, aber ich wollte sie euch einfach zeigen, so sieht sie aus. Leute, ich habe sehr viele Klone, ich habe sehr viele Dupes gerochen von Baccarat Rouge und ich war immer so, naja, andere Sache bei dem, wirklich ganz andere Sache. Also, wenn ihr interessiert seid an Baccarat Rouge 540 und ihr wollt etwas zwischen der Extrait-Version und dem Eau de Parfum empfehle ich euch Manège Rouge von Al Haramain. Also das riecht, ich würde sagen, zu 85%, wenn nicht eher 90%, wie Baccarat Rouge 540. Wirklich. Also sogar für meine Nase und ich kenne mein Lieblingsparfüm wie kein anderer. Ich könnte es an jemand anderem dafür halten und würde es nicht merken, dass es das nicht ist. Das zudem. Wir haben hier drin einmal Safran, sehr viel Safran, Orange und das ist wirklich ein sehr orangenlastiges Parfüm, Leute. Also ihr müsst euch vorstellen, die Extrait-Version von Baccarat Rouge hat diese Bittermandel und für mich riecht die sehr nach Orange. Deswegen erinnert es sehr an die Extrait-Version und trotzdem im Ganzen, muss ich sagen, hat es auch was von der Eau de Parfum-Version. Es ist so ein Mischmasch, es ist was dazwischen. Es hat Jasmin, es hat Karamell, es hat Zuckerwatte, Amber und Eichenmoos. Insgesamt muss ich sagen, ist es ein Hauch, aber wirklich nur ein Hauch süßer als das Baccarat Rouge 540, aber nicht viel. Also keine Angst vor der Zuckerwatte, es riecht nicht nach Zuckerwatte. Es riecht wirklich wie das Baccarat Rouge. Kann ich euch sagen, ich habe es nebeneinander getestet, mehrmals, einfach um euch hier die volle Review zu geben. Trotzdem ist es ein Hauch süßer und ihm fehlt diese medizinische stechende Note, was das Baccarat Rouge Eau de Parfum hat.
das hat das nicht. Das fehlt ihm, deswegen in diesem Sinne ist er dem Extré ein bisschen näher, aber trotzdem, er hat gewisse Züge, wo ihr einmal das, einmal das andere wiedererkennen werdet, wenn ihr es kennt. Er ist ein bisschen synthetisch und zwar im Opening. Als ich den bekommen habe und den aufgesprüht habe, die ersten 20 Sekunden, Leute, ist es purer Alkohol. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, was ist das? Nach 20 Minuten ist das sofort weg und ihr habt Baccarat Rouge. Aber dieser erste Moment, wenn ihr es aufsprüht, ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, oh Gott, was hast du da gekauft? Aber keine Angst, das ist wirklich nur die ersten Sekunden und dann wird er sofort zu Baccarat Rouge. Ganz wirklich so ähnlich, dass es fast erschreckend ist. Natürlich, es ist nicht Baccarat Rouge, aber es ist der, der für mich am nächsten rankommt. Also wenn ihr sagt, nein, so viel Geld gebe ich nicht aus und ihr wollt aber was, was wirklich so riecht wie Baccarat Rouge 540, empfehle ich euch wirklich den Manège Rouge. Sillage, wirklich wunderbar. Ja, er ist kein Raumfüller, aber man riecht ihn. Ich habe ihn jetzt einmal draußen getragen und bei dem einmal hat mich schon jemand angesprochen, was ich drauf habe. Also man riecht euch auf jeden Fall. Die Haltbarkeit ist bei mir so zwischen 8 bis 10 Stunden. Natürlich nicht ganz so lange wie bei meinen Baccarats, definitiv. Aber ich finde, 8 bis 10 Stunden ist wirklich schon ein Wort. Dafür, dass es ein Drittel des Baccarat Rouge Preises kostet, finde ich Preis-Leistungs-Verhältnis top. Ich kann nichts sagen, wirklich. Ich habe damit geduscht und nach dem Duschen konnte ich ihn noch wahrnehmen. Ihr müsst euch nur im Klaren darüber sein, natürlich diese Zuckerwattennote gibt ihm einen Hauch mehr Süße. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass im Verlauf, wenn der Drydown mal wirklich da ist, unterscheidet er sich wahnsinnig zum Baccarat Rouge 540, tut er nicht. Er spielt nicht so mit euch wie das Baccarat, ja. Ich meine, das Baccarat ist einfach, was es ist. Man kann es nicht kopieren und soll es nicht kopieren. Das ist auch, finde ich, keine Kopie, sondern es ist wirklich ein Parfüm, was verdammt nah dran ist für den Drittel des Preises. Und darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Ich zeige euch das deshalb, weil ich einfach sage, es gibt da draußen Leute, die können dieses Geld für so ein Parfüm nicht einfach so auf den Tisch legen und möchten vielleicht aber auch ihren Spaß haben mit diesem Duft. Und ich sage euch, mit dem hier habt ihr fast identische, das identische Parfüm. Fast. Fast, aber es ist verdammt nah dran. Und ich weiß nicht, ich finde die Flasche sehr süß. Wie gesagt, die Meinungen mögen auseinandergehen. Der eine findet es vielleicht doof, der andere nicht. Auch für die Männer da draußen, euch muss klar sein, es ist ein bisschen süßer und trotzdem finde ich es absolut noch unisex tauglich. Auch ein Mann kann den noch tragen und auch für euch, wenn ihr Baccarat Rouge haben wollt, aber es vielleicht doch ein Ticken zu teuer ist, probiert Manège Rouge. Auch wenn das für die Männer wahrscheinlich nervig ist mit diesem Geklimper, kann ich verstehen. Aber es geht ja nicht darum, den Deckel kann man im Prinzip auch abnehmen und dann habt ihr einfach eine relativ sleeke Flasche. Auch das geht, aber wenn ihr so drauf seid wie ich, werdet ihr das lieben. Für mich ist es toll, aber ich wollte euch den auf jeden Fall zeigen, Leute. Und wie gesagt, Sillage toll, Haltbarkeit toll, Preis-Leistungs-Verhältnis top. Wenn ihr den nicht kennt und ihr Baccarat Rouge liebt, absoluter Safe Blind Buy. Könnt ihr blind kaufen, werdet ihr absolut lieben, bin ich mir sicher. Wie gesagt, das Einzige, die ersten Sekunden, erschreckt euch nicht. Ihr habt diese alkoholische Note, aber die verfliegt sofort und danach gibt es gar keinen Alkohol mehr. Ich habe den heute benutzt und habe den heute gegen Mittag aufgesprüht. Wir haben mittlerweile spät abends. Ich habe heute geduscht. Ich habe ihn immer noch da und ja, er erinnert wahnsinnig an Baccarat Rouge. Also wirklich, es ist der Wahnsinn. Orange, sehr stark vertreten. Ihr riecht die Orange hier immer wieder, aber es ist wahnsinnig angenehm. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Also Leute, Manège Rouge. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, bitte schreibt mir alles in die Kommentare. Ich antworte euch gerne. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Abend und ich sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.